Die Physiker haben festgestellt, dass man gewisse Gegenstände durch Reibung elektrisch aufladen kann und dass es zwei verschiedenartige elektrische Ladungen gibt, die sie mit Plus und Minus bezeichnet haben. Im nächsten Tutorial werden wir solch ein Phänomen erklären können. Im Physiklabor werdet ihr bestimmt entsprechende Experimente vornehmen mit solch einem Gerät, das man Elektroskop nennt. Elektrisch geladene Gegenstände ziehen kleine Papierfetzen an. Eine elektrische Ladung, die wir mit Groß Q bezeichnen und die man auch Elektrizitätsmenge nennt, drückt man in Coulomb Groß C aus, zu Ehren des französischen Physikers Charles-Augustin de Coulomb.